Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf Tales and More und heute zu einer Buchvorstellung und zu einer Verlosung zu Und wenn die Welt verbrennt von Ulla Scheler. Ich habe dieses Buch letztens ausgelesen und dachte mir dann, es ist auf jeden Fall würdig einer Buchvorstellung und dazu haben wir dann auch noch eine coole Verlosung auf die Beine gestellt. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und dann verrate ich euch, wie ihr die Exemplare gewinnen könnt. Erstmal, worum geht es in Und wenn die Welt verbrennt von Ulla Scheler? In diesem Buch geht es um unsere Protagonistin Alisa, die aus irgendeinem Grund nach München gerät. Irgendwas ist passiert, was sie nach München getrieben hat und was irgendwie ihr Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. In München trifft sie dann auf Felix, der mit Kreide Bilder auf die Straße malt. Und er malt es irgendwie so, dass es Alisa auffällt und die beiden kommen irgendwie ins Gespräch und nähern sich an. Irgendwie fühlt es sich bei den beiden richtig an. Es fühlt sich bei beiden wieder an, als würden sie sich wirklich auch mal wahrnehmen und als wäre da ein Mensch, der sie auf jeden Fall auch versteht. Das hält so lange an, bis Alisas Vergangenheit sie wieder einzuholen droht. Alisa möchte aber auf keinen Fall, dass Felix davon erfährt. Doch dadurch wird es nur schlimmer und die Geister der Vergangenheit nehmen ihren Lauf und bis die Welt verbrennt. Was alles noch in diesem Buch passiert, das müsst ihr unbedingt selbst erfahren. Ich kann euch jetzt nur sagen, wie mir das Buch gefallen hat und es hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Es ist ein Buch, was ein unglaublich schweres Thema in sich trägt und was man auch auf jeden Fall brauchen kann, wo man was mitnehmen kann, wo man viel auch daraus irgendwie lernen kann. Das hat mir auf jeden Fall wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich dieses Buch so liebe, weil es eben einfach ein Buch ist, wo man einfach was für sich und sein späteres Leben herausziehen und im Endeffekt dann eben auch mitnehmen kann. Es ist wie gesagt ein super schweres Thema. Dennoch ist es mir sehr, sehr leicht gefallen, in das Buch reinzukommen. Es ist ein unglaublich außergewöhnlicher und eigener Schreibstil, den man nicht unbedingt immer und häufig auch sieht. Und deswegen fand ich es auch so toll, weil es eben auch mal was anderes war. Sogar vom Schreibstil her, der mich auch nachhaltig wirklich wahnsinnig beeindruckt hat. Es ist einfach eine Art Schreibstil, die sehr, sehr viel bildlich macht. Man kann sich alles sehr, sehr gut vorstellen. Man kann auch gut Charaktere wahrnehmen und vor allem hat man auch super viel Spaß daran, das Buch zu lesen. Es ist ein Buch, was wirklich ein Buch ist, was man so noch nicht gelesen hat. Obwohl es natürlich ein Thema hat, eine Grundsituation, dass jemand irgendwie flieht vor der Vergangenheit und die Vergangenheit einen wieder einholt. Natürlich, das haben wir schon öfter gelesen. Aber in diesem Buch ist es einfach so, dass es mich wirklich wieder mal beeindruckt hat, weil es einfach was total Frisches und total Neues war. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, dass Ulla Scheler das einfach super gemacht hat in dem Punkt, dass sie Charaktere entwickelt hat, die auch unglaublich glaubwürdig für mich waren. Ich konnte mich sehr, sehr gut mit Alisa vor allem identifizieren und ich habe auch sie sehr, sehr schnell auch irgendwie lieben gelernt. Auch wenn es jetzt doof klingt, aber ich habe sie sehr, sehr schnell sehr, sehr gern gehabt und es war sehr, sehr schnell eine Verbindung da, sage ich mal, zwischen mir und diesem Buchcharakter, die mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil ich so auch mitgefiebert habe, weil ich so unglaublich viel mitfiebern konnte und dass es einfach bis zum Ende hin spannend war und dass es einfach eine Auflösung auch gab, mit der ich jetzt nicht gerechnet hätte, die mich wirklich auch überrascht hat. Für mich war das Buch auch so wirklich eine Art Lesesucht. Ich konnte es einfach nicht mehr weglegen. Es hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Und wenn ihr auf solche Bücher steht, die so ein bisschen mysteriös sind und wo ihr am Ende einfach nochmal überrascht werdet und gefesselt werdet, dann kann ich euch nur zu Und wenn die Welt verbrennt von Ulla Scheler raten. Jetzt aber noch die Frage, wie kommt ihr an ein Exemplar von diesem Buch? Das ist ganz einfach. Und zwar verlosen wir 3 Exemplare hier auf YouTube und 3 Exemplare auf Instagram. Und dafür müsst ihr uns nur hier in die Kommentare schreiben, warum genau ihr das Buch lesen möchtet. Und dann nehmt ihr schon an der Verlosung teil, werdet benachrichtigt und habt bald euer eigenes Buch in den Händen. Und genauso läuft es auch auf Instagram. Das heißt, schaut einfach unten in die Infobox vorbei. Da ist auf jeden Fall noch Instagram verlinkt. Und da könnt ihr dann auch eure Chance nutzen, um dieses Buch bald in euren Händen zu halten. Und das war's dann auch schon von meiner kurzen kleinen Buchvorstellung und der Verlosung. Ich hoffe, ihr konntet diesen kleinen Buchtipp mitnehmen und ihr habt dann auch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen von Und wenn die Welt verbrennt. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und ja, tschüss!